Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Rainichs Zeitgedanken an diesem Ziehstück, dem 25. Juni und zwar 2024. Hier noch einmal ein Blick aus einem Bundesland von Österreich. Sie kennen es vom gestrigen Tag. Es ist noch einmal Kärnten und ich möchte heute an diesem Ziehstück die Losung und Lehrtext natürlich auch für uns lesen. Da heißt es in der Losung: Hört mir zu, ihr trotzigen Herren, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht ferne. Aus dem Propheten Jesaja, dem 46. Kapitel. Ja, es gibt heute leider viele, viele Herren in dieser Welt, für die ist Gerechtigkeit sehr, sehr fern. Es ist keine Gerechtigkeit. Sie schalten und walten in unserer Zeit, wie sie wollen. Sie brechen Gesetze. Sie versuchen, ihre Macht zu festigen. Sie wenden sich von der Aufarbeitung ab. Sie wollen keine Versöhnung. Sie wollen einfach nur ihr Ziel durchpeitschen. Und da ist die Gerechtigkeit auf der Strecke geblieben. Viele Menschen müssen darunter leiden, sitzen in den Gefängnissen, werden mit Geldbußen belegt, die überhaupt nicht berechtigt sind, werden ausgegrenzt, verlieren ihre Existenzen, müssen Häuser verlassen, um anderen Menschen diese bereitzustellen. Wir könnten die Liste unendlich fortsetzen. Und um diese Herren, die der Gerechtigkeit so fernstehen, geht es letztlich, die sind gemeint. Und hier wird ganz klar gesagt durch den Propheten Jesaja: Gott hat seine Gerechtigkeit gebracht und die ist nahe. Die ist nicht nur nahe, dass dann endlich über alle Recht gesprochen wird, sondern wer sich hier in Gottes Obhut begibt, der kann die wahre Gerechtigkeit schon erahnen, leben und erfahren. Und jetzt ist es an der Zeit, sich natürlich auch zu entscheiden, in welcher Situation und in welcher Lage möchte ich sein? Möchte ich den Herren dieser fernen, falschen Gerechtigkeit dienen oder wende ich mich Gott zu und versuche mit Gottes Hilfe diesen Weg der neuen Gerechtigkeit zu gehen? Eine Gerechtigkeit, die wirklich aus dem Herzen kommt, die Verständnis und Empathie zeigt und die wieder das Wohl des Lebens fördert. Das ist die große Frage und Sie sind eingeladen, auf die richtige Seite zu wechseln. Da heißt es im Lehrtext: Wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Hier dieser Text aus dem Römerbrief. Das heißt, aus dem Munde zu bekennen ist wichtig, genauso wie aus dem Herzen zu glauben. Aus tiefstem Herzen zu glauben heißt nicht nur, den Glauben als Makulatur zu nehmen und zu sagen, ja, der ist schon wichtig, aber das Leben, das gestalte ich mir lieber selbst, sondern aus dem Herzen glauben heißt alles, alles wirklich aus der Liebe heraus zu gestalten. Und wir wissen, dass wir das nicht von uns selbst können. Dazu fehlt uns einfach die Kraft und der Willen und auch die Umsetzung. Wir brauchen also Gott. Und das Angebot steht, er möchte uns dieses Leben aus dem Herzen schenken. Und dann heißt es, wer aus dem Munde bekennt. Ich denke, es ist wichtiger denn je, über Gott zu sprechen und Gott ins Gespräch zu bringen. In einer Zeit, wo Gott regelrecht mit Füßen getreten wird, wo man Gott nicht mehr hören, geschweige denn nachfolgen möchte, da gilt es letztlich nur eins, Gott wieder ins Gespräch zu bringen, Gott in der Öffentlichkeit groß werden zu lassen und sich nicht zu genieren und zu sagen, ich lebe meinen Glauben im stillen Kämmerlein. Ja, wir müssen unsere Art zu leben auch hier und dort anpassen. Wenn wir in einer Glaubensgemeinschaft unterwegs sind, dann ist es klar, dass wir dies nicht brauchen. Aber in einer solchen Welt, wo Satan und Teufel toben, es sind ja dieselben Kräfte und vielleicht auch sogar dieselbe Macht. Da brauchen wir wieder Menschen, die sich von Gott führen, leiten lassen und das Bekenntnis draußen ablegen. Natürlich so, dass es passend ist, nicht aufdringlich, aber in einer Art und Weise, wo der andere plötzlich vielleicht merkt, meine Güte, da gibt es noch etwas, was ich vielleicht nicht beachte, was ich nicht lebe. Und das
ist mir oder sollte mir vielleicht auch wichtig sein. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund, wären Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Ich werde jetzt morgen oder übermorgen dann natürlich auch ein Dankes-Stream machen, wo wir natürlich derer gedenken, die uns geholfen haben, die mitgetragen haben, die das alles möglich gemacht haben. Und ich kann Ihnen sagen, es ist so wichtig gewesen. Es war für uns nicht nur eine Ferien- oder Urlaubsreise. Wir haben ganz schöne Dinge erlebt. Wir könnten darüber eine kleine Geschichte schreiben, wie wir manchmal auch verzagt waren, wie wir unten standen und wie wir gesagt haben, ja, soll es das sein oder möchte Gott es gar nicht? Aber wir haben jetzt erkannt, dass es wirklich der Weg Gottes auch gewesen ist. Und er führt nicht immer durch Höhen, er führt auch mal unten durch. Und er lässt einmal auch die Härte des Lebens spüren. Und das ist gut so. Umso mehr schätzt man wieder das Gute, das Schöne, das Verbindende, die Begegnung. Und das hat uns unheimlich reicher gemacht. Und dafür können wir Gott nur danken. Ich danke auch allen, die das kommentiert haben, die Unterstützungsbeiträge gegeben haben, die diese Arbeit ermöglichen, dass draußen in der Welt, leider abseits von den Kirchen, es wäre schöner, wenn die Kirchen sich engagieren und das übernehmen würden, dass wir diese Arbeit draußen tun und mit den Menschen ins Gespräch kommen und Leute darauf hinweisen, was heute Zeit ist und was in dieser Zeit passiert und worauf es letztlich ankommt. In diesem Sinne, werden Sie gesund, bleiben Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Reini von den Zeitgedanken. Diesmal noch einmal aus dem Kärntnerland, die nächsten Tage dann, ich weiß noch nicht, entweder aus dem Studio oder unter den Leuten mischend im Appenzellerland und in den anderen Gebieten dort, wo wir zu Hause sind. Machen Sie es gut, haben Sie herzlichen Dank, Gott behüte Sie. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben war. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Kind, darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um
frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch.